Ja, hallo und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Slime Ranger. Ich weiß, es kommen ziemlich viele hintereinander, aber was soll's. So, wir haben das letzte Mal einen neuen Bereich freigeschaltet, in dem wir einen Schlüssel gefunden haben. Und generell haben wir auch noch ein paar große Slimes gefunden, die wir füttern können, um noch mehr Schlüssel zu erhalten. Also, ich denke, das werden wir in den nächsten Folgen so tun. Genau. Wir haben außerdem auch einen Mosaik-Slime gefunden, der wirklich cool aussieht. Ich meine, schaut ihn euch an. Der ist verdammt cool. Die Teile explodieren, glaube ich. So war es zumindest. Oder? Ja, ich werde mich nicht reinstellen. Nicht, dass ich dann sterbe. So. Ah, wie viel Uhr ist es? Es ist 5.55 Uhr. Wir starten mal morgen. Und nicht in der Nacht. So. Und zwar, der Derwisch-Slime hat ja Früchte gegessen. Und wenn wir jetzt 50 Mangos oder so dorthin bringen sollten, dürften wir den Schlüssel eigentlich bekommen. Glaube ich zumindest. Also das wäre so meine Vermutung. Daher. Aber wir füttern erstmal alle Slimes und holen uns die Plots ab. Denn man muss das Business ja auch am Laufen halten, nicht wahr? Vor allem, ich habe gestern gesehen, dass Hübi das erste Mal Slime Ranger gespielt hat im Stream. Und ich war so, yo, was? Warum spielen das auf einmal wieder alle? Also für euch wird es vorgestern gewesen sein, glaube ich. Also das Video kommt am 22. und ich nehme es gerade am 21. auf. Also ja, schon ganz nice. wir könnten uns hier wieder upgrade-mäßig was holen. Die Sache ist, Dekorierer. Nee, doch noch nicht. Wir können es uns noch nicht holen. Aber die Sache ist, ich weiß nicht, ob sich das Geld technisch wirklich lohnt für uns. Weil die bringen ja an sich wirklich nicht viel außer halt Dekoration. Und brauchen wir das? Bin ich mir unschlüssig. Deswegen könnte ich persönlich erstmal sagen, nicht. Dass wir es nicht brauchen. Aber ey. Vielleicht irgendwann mal. Boah, die Honigpreise sind echt niedrig. Waren die nicht mal auf 40 oder so? Aber wir sind so. Ja, wahrscheinlich, weil wir die Nacht aufgeblieben sind, sind die Früchte so langsam gewachsen. Aber jetzt sind wieder ein paar Zwiebeln dazwischen. Das ist schön. So, Jungs. Wir machen für euch irgendwann nochmal ein zweites Dings, okay? Das geht nämlich nicht, dass ihr so wenig habt. So. Genau. Wir haben ja noch eine Mangofarm. Aber wir verkaufen jetzt mal diese zwei Plots. Oh. Fast beide daneben gegangen. Ah, jetzt hätten wir die 10k. Okay. Aber ich werde es nicht ausgeben dafür, glaube ich. So. Holen wir uns mal die Plots hier raus. So, hier müssen wir auch füttern. Wir haben ja Gott sei Dank genug Oka-Okas. Also Pieksbirnen waren ja Früchte, ne? Denke ich doch, ne? Bei denen sollten wir Mangos mitnehmen oder Phasenzitronen. Aber ich glaube Mangos... Ich bin mir nicht sicher, ob Phasenzitronen halt andere essen, andere Slimes. Habe ich das ja noch nicht getestet. Ich weiß nur, dass Mangos auf jeden Fall beliebt sind unter den Slimes, die Früchte essen, so. Glaube ich zumindest. Aber bisher hat sich noch kein Slime beschwert, meines Erachtens nach. So, machen wir das mal wieder voll. Perfekt. So. Ich bin noch ein bisschen krank. Aber nichts allzu Schlimmes. Nur ein bisschen Husten. So, genau.
Ihr habt noch genug Zitronen, also müssen wir die auch noch nicht füttern. So. Perfekt. Dann haben wir jetzt 50 Minzmangos mit. Und dann werden wir uns gleich auf den Weg machen und gucken, ob das ausreicht. Oder ob er die überhaupt isst. Aber ich gehe mal von aus. Was waren das für Geräusche? So. Verkaufen wir das noch schnell? Die Preise sinken von Tag zu Tag, ey. Ich werde hier irgendwann nochmal arm sein. Und jetzt sag nicht Inflation. So. Warte mal, wir nehmen mal sicherheitshalber noch ein bisschen von den Bären mit. Die hier noch hängen zumindest. Okay, die will nicht ab. Naja, waren ja nicht sehr viele. Egal. Ich denke, wir machen uns auf den Weg. Boah, das wird wieder ein ultra langer Weg, ne? Es ist immer so ein langer Weg, das kann man sich nicht vorstellen. Kürzung können wir auch nicht nehmen, ne? Das war nur ins andere Gebiet. Wir nehmen mal noch Pogo-Früchte auch noch zur Sicherheit mit. Ist mir auf jeden Fall wichtig, dass wir den jetzt bekommen, wenn wir da schon mal so hingehen. Oh, hat kurz geleckt das Spiel. Kurz geladen. Ey, ey, junger Mann. Aus dem Weg. Weil, wie gesagt, es ist ein sehr, sehr langer Weg. So, hier liegen noch ein paar Bären. Die kommen auch in die Tasche. Diese Wellengeräusche. Ist es nicht schön? So. Boah, das ist wirklich lange hin. Also, du läufst halt mindestens 5 Minuten dorthin oder so. Das ist schon krass. Sorry für den Huster. So. Ah, hier, die Musik ist hier echt immer noch schön. Das ist. Ding, 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 ding. Wunderschön. So. Die Stimmung in diesem Gebiet. Das hört sich so schön an hier. The fuck? Man muss das eigentlich mal komplett genießen. So, sind gleich da. So weit ist es ja nicht mehr. Kam der Wasserslime da gerade aus dem Rohr raus? Wie unique, ey. Haben wir hier manchmal hintergeguckt? Nö. Was war hier rauf? Ah, kommen wir, glaube ich, gar nicht. Na doch. Wir können mal ganz kurz hier rauf gucken. Ich weiß, es macht es noch länger, den Weg. Aber das muss man nicht machen, aber... Das interessiert mich. Hier raufkommen tut man schon mal. Aber auch ganz. Ich glaube nicht, oder? Weil dahinter ist ja ein anderes Gebiet. Also irgendwas anderes. Wahrscheinlich eine unsichtbare Wand. Ich glaube nämlich nicht, dass es danach weitergeht. Oh. Okay, hier sind einfach Berge.
Komm, hierauf hätten sie ruhig mal ein Secret packen können. Das wäre doch okay gewesen, oder nicht? Ich habe mir jetzt die ganze Mühe schon gemacht. So. Ab auf die Insel mit uns. Ab nach Madeira. Ach nee, warte. Falsche Insel. Ich denke, das reicht, was wir mitgenommen haben an Früchten. Jetzt so. Nee, die essen aber Gemüse. Nee, dann wäre es aber. Ist nur ein Golden Wangler. Sehr schön. Lass mal auf der Spitze landen. Aua. Okay, wir fliegen von hier aus rüber. Na komm. Das Jetpack ist ja mal so schwach manchmal, ne? Kann man sich nicht ausdenken. So, da drüben ist er ja auch schon. Na, junger Mann. Schaut ihn euch an, er sieht echt cute aus. So. Dann füttern wir ihn mal durch. Ja, okay, die essen genau immer ein Stack. Also einmal links. Oh, kein Schlüssel? Doch hier. Okay. Oh nein! Nicht die schöne Kiste. Oh, da war noch eine Dings drin. Ja, nice. Hey, Jungs. Ja, perfekt. Damit haben wir schon mal den nächsten Schlüssel. Und wisst ihr was? Wir setzen ihn sofort ein. Ich weiß nämlich auch schon, wo. Wir können mal gleich was ausprobieren. Direkt. Und hiermit können wir da rein. Oh. Okay, ist ein bisschen gefährliches Gebiet. Wir gucken aber erst gleich rein, weil ich will mal kurz gucken, was der da oben ist. Ob der, weil dann können, wir haben die noch nie gefangen. Aber wenn er zum Beispiel eine Pokofrucht ist, dann wissen wir, dass er Früchte ist. Okay. Auch nicht. Nee, dann ist das ein Gemüsemensch. Mensch, sag ich schon. Könnte auch Fleischfresser sein, stimmt. Das ist auch möglich. Das will ich nicht ausschließen. So, gucken wir uns das hier mal an. Hoffentlich gibt es hier... oh Gott. Wir können mal von denen welchen mitnehmen und das dann mal testen. Weil gibt es so viel zu entdecken. Es ist voll schwierig, hier einen Ort zu finden, wo man so sagt, jo, da gucke ich jetzt zuerst. Okay. Rote Beete können wir auch mal ganz kurz mitnehmen. Weil wenn es halt Dings sein sollte, Gemüse, dann hätten wir das auch. Okay, das dürfte ein Mosaik-Dings sein, ja. Hier muss ein Mosaikstein rein. Ah, da unten auch. Okay, schon mal merken, zwei mitnehmen. Schon mal zwei mitnehmen. Drei mitnehmen. Okay, ich glaube, mehr sind es nicht. Mal sehen, was uns das bringt. Oh, ein bisschen tiefer runter. Ey, man wäre so angearscht in diesem Spiel, wenn man das Jetpack nicht hätte, ne? Das ist wirklich das nützlichste Item überhaupt. Aber so viel gibt's hier gar nicht, ne? Gar nicht mal so spektakulär, oder? Oder was ist das hier? Ah, hier waren wir aber schon mal. Okay, das sind also die gleichen... Die führen beide zum gleichen, auf jeden Fall. Hier gab es nichts, ne? Also was für uns jetzt erstmal relevant sein sollte. Genau, da oben ist noch ein Dings. Ein Mosaik-Slime. Nein, Jetpack, come on. Naja, okay, dann nicht. Okay, ja, perfekt. Wir müssen uns auch auf jeden Fall auch merken, dass wir den da oben auch füttern können. Oh, warte, wo geht's hier hin? Yo, komm mit. Nee, warte. Jungs, ich brauche euch. Ich brauche mehr von euch, unbedingt. Ihr seid cool. Ihr seid verdammt cool.
Oh, die sehen echt so cute aus. Ich liebe sie, ne? Das ist... Ich meine, schaut euch an, wie sie einen Kuss zuwerfen. Das ist, besser geht doch gar nicht. Dreieckmünder sind immer cute. So. Geht's hier noch irgendwo lang? Nee, da waren wir. Okay, dann ist hier gar nicht mal so viel los gewesen. Obwohl, vielleicht, wenn wir die Mosaik-Slime-Plots bekommen. Oh, was hier sind? Nee, okay, ich wollte gerade sagen, hier sind welche. Aber, nevermind. War nur die Schlinge hier. Ja, naja, perfekt. Wann kommt hier mal wieder so eine Lava-Stimmung? Ich will gucken, ob hier noch irgendwie dann was... Ach ja, wir wollten gucken, ob der Gemüse ist. Junger Mann, isst du Gemüse? Auch nicht. Das ist doch Gemüse, ne? Ja. Okay, dann isst der Fleisch. Dann muss der Fleisch essen. Ist hier irgendwo noch ein Huhn? Ja, gib her. Ey, wenn der das nicht isst, ne? Echt ziemlich planlos. Okay. Okay, okay, okay. Hab's verstanden. Heißt, Fleisch sammeln fürs nächste Mal. Wir haben eine Hühnerfarm, also alles gut. Dann weiß ich ja schon mal Bescheid. Wir haben noch, aber trotzdem noch gar keine von denen gefunden, ne? Von dem, der jetzt groß ist. Also einen kleinen haben wir die noch nicht gefunden. Wir müssen mal gucken, dass sie irgendwann kommen, hoffentlich. Bin mal gespannt, wie die heißen oder so. Na gut, stand da ja, ne, oder? Hab nicht drauf geachtet. Also, ich wurde nicht gespoilert. Okay. So. Dann gehen wir mal wieder nach Hause. Und bringen die Mosaik-Slimes in ihr neues Gehege. Ich hoffe, es gefällt denen da. Ich meine, sie werden gefüttert. Sie haben da Freunde. Ja, ja. Sieht doch nach einem Paradies an, oder? Naja. Paradies hinter Gittern. So. Den vergeudeten Ingwer bringen wir erstmal hier rein. Davon haben wir nämlich 3 bisher. Nicht schlecht. Schau dir das an. Das wird wieder ein bisschen Kohle einbringen, hoffentlich. Wir brauchen das Geld. Oh yeah. Sind wenigstens noch bei 48. Wir müssen mal gucken, dass wir irgendwie Feuerslimes auch noch bekommen. Aber da stand halt irgendwas mit Asche und ich habe echt keine Ahnung, wie wir irgendwie Asche oder so herbekommen. Oder wo, meine ich. Ich bringe dir ein paar Freunde vorbei. Dann könnt ihr noch mehr Unfug bauen. So, lass mich kurz überlegen, was... Ihr habt doch die Silberwurzel-Dinger gegessen, oder nicht? Weil da lagen nämlich noch welche im Gehege drin. Ja, nee, dann ist das richtig. Die Silberwurzeln. Ihr seht viel zu schön aus, als wenn ihr Silberwurzeln essen würdet. Die sehen nämlich voll... geschmackslos aus. Kennt ihr diese eine Folge aus SpongeBob, wo der in den Burger beißt und da so voll das graue Zeug drin ist? Ja, so sehen die aus. So, dann werdet ihr noch gefüttert. Wuhu! Die Pieksbirnen sehen eigentlich wieder ganz nice aus. Auch wenn ich die Schale abmachen würde, bevor ich die esse. Boah, guck mal. Gut, dass wir die in das hintere Gehege da gemacht haben. Das ist wirklich gut. Das bringt so einiges. Bin ganz froh. Die Mosaik-Slimes haben gut Geld gebracht, oder? Oder haben sie das? Ich hoffe doch. Je nachdem, was mehr Geld bringen, können wir nochmal von denen eine Farm machen. Also eine Essensfarm für die. So, die bringen 39, die hier. Die Devish-Plots. Und ja, Mosaik bringt 73. Das ist schon wieder ein Unterschied, du. So, die Pogo-Früchte. Ja, wer isst hier Früchte? Ja, kann eigentlich weg, oder? Braucht kein Mensch.
Aber naja. So, ich sehe auch gerade, die Folge ist schon wieder vorbei. Hätte fast die Zeit aus dem Auge verloren. Ja, yeah. Auf jeden Fall haben wir schon mal eine neue Tür geöffnet. Ich habe auf jeden Fall schon Gedanken, was wir das nächste Mal tun werden. Aber ja, wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Habt noch einen schönen Tag, lasst eine Bewertung da und ciao!